Siehst bitte mal unter den Aspekten dein wahres Potenzial zu entdecken. Und löst dich bitte mal von all den Schleiern, die über dir gelegt wurden, dass du es nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, dass du kein Zertifikat hast, dass du keine Ausbildung in der Richtung hast. Egal, was da in deinem Kopf vor sich geht. Beobachte das mal, wandle es um und beginne, andere Glaubenssätze in der Richtung zu formulieren. Deine Glaubenssätze komplett in der Richtung zu wandeln. Okay? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Seelenfreude-Challenge Tag 10. Heute scheint draußen bei uns auch mal wieder die Sonne. Gestern war alles hier grau in grau. Ja, wie geht's dir? Wie war das Segnen gestern? Hast du oft dran gedacht, Dinge und Menschen zu segnen? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Schreib's gerne mal noch ins Kommentarfeld rein. Die von gestern, die werde ich mal noch durchschauen. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht alle gesehen. Ja, heute, was machen wir heute? Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Sakralchakra, da wo dein Potenzial sitzt. Hallo liebe Silvia, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Da wo unser Potenzial sitzt. Wir haben uns ja gestern schon mal mit dem Herzchakra ein bisschen beschäftigt, um da mal segensreiche Energien auszusenden. Wir haben uns mit dem Wurzelchakra schon beschäftigt, da wo unser Urvertrauen hockt, das ja auch verschüttet ist. Und heute möchte ich mit dir mal gerne mich mit dir um unser Sakralchakra kümmern, da wo das Potenzial hockt, das so verschüttet ist, deine Gaben, deine Stärken, die Dinge, die du eigentlich gerne machen möchtest, wo aber ganz viele Schleier und Prägungen und Themen einfach drüber gelegt sind. Liebe Evelyn mit I, wunderschönen guten Morgen auch zu dir. Jeder von uns ist ja mal so mit seinem eigenen Seelenplan hier im jetzigen Körper inkarniert vor einigen Jahren. Und als Kinder wollten wir die Welt entdecken. Es war alles für uns möglich. Wir wollten unser Potenzial entfalten. Wir wollten unsere Gaben, unsere Stärken hinaus in die Welt tragen. Bis dann die gut gemeinte Erziehung dazwischen kam und wir aufhörten, uns zu entwickeln und begannen, uns zu verbiegen im Grunde genommen. Jetzt geht es aber nicht darum, sich in alten Kindheitsdingen nochmal drin zu ahlen und da drin zu wühlen, ich kann jetzt das nicht mehr machen, weil mir das in der Kinderstube widerfahren ist. Was ist mit meiner Kamera los? Die schaltet sich immer um. So, sondern es geht jetzt darum, ab heute einen Cut zu machen. Das war gestern und heute geht es in eine andere Richtung weiter. Du kannst die Entscheidung treffen, ab heute ist Schluss mit dem von gestern. Jetzt geht es in die andere Richtung weiter. Jetzt blicke ich nach vorne. Und jetzt blicke ich auch wieder auf die Dinge, die mich, also die dich einzigartig machen, auf deine Fähigkeiten, auf dein Potenzial. Und wenn du dich da um dein Sakralchakra kümmerst und dem Energie schenkst und da immer wieder, wir machen auch gleich eine Übung gemeinsam, damit du so ein bisschen eine Anleitung hast, wenn du dich darum kümmerst, dann wirst du auch mehr zu deinem wahren Potenzial finden, zu deinen Gaben, zu deinem Seelenplan, zu dem, was dich eben ausmacht. Und bitte, das sage ich jetzt auch schon mal vorab, löse dich auch davon, dich zu bewerten und zu be- und verurteilen, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht genug Wissen hast. Mir hat die Woche, ich hatte so einen Post gemacht, da ging es ein bisschen um das Thema, eine drunter geschrieben,
Ich habe zu vielem Wissen, aber zu allem nur Halbwissen. Und mit diesem Halbwissen kann ich nicht rausgehen. Mit diesem Halbwissen kann ich nicht Menschen beraten. Außerdem möchte ich auch gar nicht beratend tätig sein. Hallo, liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen. Ich möchte, ja, so nach dem Motto, ich habe nur Halbwissen, ich kann mein Halbwissen nicht an andere Menschen weitergeben. Das mal als Beispiel jetzt von dieser Dame, die mir das da unter einen Post geschrieben hat, als Hinweis für dich, bitte verabschiede dich jetzt ab sofort von den Dingen, dass du nur Halbwissen hast oder wenig Wissen hast oder zu wenig weißt. Du mit deinem Wissen in den Bereichen, die dich interessieren, die dich einzigartig machen, die du dir angeeignet hast, zum Beispiel aufgrund deines bisherigen Lebensweges. Bitte komm nicht auf die Idee, dass das nicht reicht oder dass das nur Halbwissen ist. Es gibt da draußen Millionen von Menschen, die in genau dem Bereich, wo du ein gewisses Wissen dir angeeignet hast, wo du gewisse Fähigkeiten hast, wo du gewisse Interessen hast, wo du gewisse Gaben und Stärken hast, die für dich, meine Liebe, so selbstverständlich inzwischen schon sind, dass du glaubst, das kann jeder. Bitte löst dich von diesem Gedanken. Du mit deinem Wissen und deiner Einzigartigkeit hast dir Dinge angeeignet, Informationen angeeignet, hast einzigartige Gaben und Stärken. Und da draußen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die von deinem Wissen profitieren können. Und zu dem Thema, falls dich das irgendwo auch tangiert, falls du da so eine Hemmschwelle hast, weil das war auch von der Dame, die mir das kommentiert hat, ein Thema, dass sie gesagt hat, ich will auch nicht beratend oder als Coach da irgendwie, das kann ich nicht. Sie will das eigentlich schon, aber sie kann es nicht, so in dem Stil. Das habe ich so wahrgenommen, habe ich da so rausgelesen. Und ich habe dann auch unten drunter ihr geantwortet, wenn ich bei dir im Wohnzimmer hocke und zu diesem Thema wir uns unterhalten, was eben dein Thema ist, wo du jetzt noch glaubst, du hast Halbwissen dazu. Meine Kamera spielt mir einen Streich heute Morgen, die schaltet immer um. Und du hast Halbwissen dazu. Und du erzählst mir ein bisschen was von dem, was du jetzt als Halbwissen bezeichnest. Und ich erzähle dir von meinen Problemen in dem Bereich oder von meiner Herausforderung oder was ich auch gerne könnte, was auch immer das ist. Schweigst du dann und sitzt mir gegenüber und sagst gar nichts mehr? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel auch für dich. Wenn Menschen dir gegenüber hocken und erzählen dir von irgendwelchen Problemen oder Herausforderungen, die sie haben oder dass sie etwas gerne können würden, egal was es ist. Das heißt, was weiß ich, du backst fantastische Kuchen oder bist die Meisterin darin, ganz tolle Torten zu kreieren. So banale Beispiele einfach nur. Und da sitzt jemand gegenüber und sagt, Mensch, du hast da so eine tolle Torte hier gerade wieder kreiert. Wie machst du das? Das würde ich auch gerne können. Dann schweigst du ja nicht, sondern erzählst du ihr, du, das ist gar kein Problem, das mache ich so und so und so und so. Für dein Gegenüber ist das aber ein Riesenproblem, so eine schicke Torte hinzukriegen. Also wäre es für mich auch. Ich bin keine Tortenbackerin. Und dieses banale Beispiel, das bringt es vielleicht auch auf den Punkt. Es sind so banale Dinge, die für dich selbstverständlich sind, die für dein Gegenüber aber nicht selbstverständlich sind, für viele Menschen da draußen. Und sieh es bitte mal unter den Aspekten, dein wahres Potenzial zu entdecken. Und löse dich bitte mal von all den Schleiern, die über dir gelegt wurden, dass du es nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, dass du kein Zertifikat hast, dass du keine Ausbildung in der Richtung hast. Egal, was da in deinem Kopf vor sich geht, beobachte das mal, wandle es um und beginne andere Glaubenssätze in der Richtung zu formulieren.
deine Glaubenssätze komplett in der Richtung zu wandeln. Okay? Und das bitte nicht nur einmal, sondern bitte ständig. Denn die Glaubenssätze, die du in der Richtung bislang hast, die hast du nicht nur einmal, zweimal oder dreimal gehört. Die hast du tausende von Male gehört, bis du begonnen hast, sie zu glauben. Und die gilt es jetzt zu wandeln. Okay? Also, und jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Sakralchakra, da, wo dein Potenzial liegt. Und da lade ich dich jetzt dazu ein, mal mit mir gemeinsam die Augen zu schließen und einige Male, zwei, dreimal tief auszuatmen. Gerne durch den Mund ausatmen. Lass deine Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken und komm so ganz im Hier und im Jetzt an, in dem Raum, in dem du dich befindest, aber auch in unserem gemeinsamen energetischen Raum, in dem wir alle uns hier befinden. Und lass dann deinen Atemstrom durch deine Nase ganz leicht und frei ein- und ausströmen. Beobachte für einen Moment deinen Atemstrom. Die Füße stehen auf dem Boden nebeneinander, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt an. Spür mal, wie gut das tut, jetzt einfach nur da zu sein. In diesem Augenblick, diesen Augenblick wahrzunehmen, der in jedem Moment wieder ein neuer Augenblick ist. Und dann lade ich dich ein, deine Aufmerksamkeit mal auf dein Sakralchakra zu legen. Das befindet sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel. Leg jetzt gerne auch deine linke Hand zum Beispiel auf diesen Bereich. Und dann stell dir vor, wie du über diesen Bereich jetzt deinen Atemstrom ein- und auslenken kannst. Einfach vorstellen. Stell dir vor, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und ausströmt. Dein Atemstrom strömt jetzt über dein Sakralchakra ganz tief und genüsslich ein und wieder aus. Ein und aus. Ein und aus. Und jetzt unterstützen wir das noch, dieses Ein- und Ausatmen über das Sakralchakra, indem du dir vorstellst, wie orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie über diesen Bereich ganz tief und genüsslich einströmen. Und mit jedem Ausatmen erlaubst du deinem Sakralchakra, sich mehr und mehr zu öffnen und zu befreien von all den Blockaden, von all den Energieknoten, die sich da befinden, woher sie auch immer kommen und wann auch immer sie entstanden sind, das spielt keine Rolle. Ganz im Vertrauen, dass zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten dein Sakralchakra so mehr und mehr energetisiert wird mit jedem Einatmen und mit jedem Ausatmen sich befreien kann von all den Themen, die dich daran hindern, dein wahres Potenzial zu leben. Mach das in deinem eigenen Rhythmus jetzt einige Male. Ganz tief und genüsslich strömt orangefarbenes Licht, Liebe und Lebensenergie Atemzug für Atemzug in dein Sakralchakra ein und mit jedem Ausatmen öffnet sich dein Sakralchakra mehr und mehr und befreit sich von den Themen, die da belastend im Laufe der Jahre, wann auch immer und woher auch immer sie stammen, sich angesammelt haben.
Mach das einige Male ganz in deinem eigenen Rhythmus. Sehr schön. Und dann lass mal die Frage auf dich wirken. Was ist das eine Ding, oder vielleicht sind es auch mehrere, die ich sehr gerne mache? Und die für mich so selbstverständlich sind, dass ich sogar glaube, dass sie auch für andere selbstverständlich sind. Was ist das eine Ding, das ich so gerne mache, das so selbstverständlich für mich geworden ist, dass ich glaube, dass es auch für andere schon selbstverständlich ist? Dann lass mal einfach Informationen in dein Bewusstsein kommen, die vielleicht jetzt schon in dein Bewusstsein kommen, vielleicht aber auch im Laufe des Tages. Hab da keinen Anspruch und keine Bewertung und Beurteilung, wie jetzt etwas in dein Bewusstsein kommt. Sei einfach ganz neugierig und lass es fließen. Und atme noch ein letztes Mal ganz tief und genüsslich durch den Sakralchakra ein und wieder aus. Und öffne dann deine Augen nochmal und komm wieder ganz im Hier und im Jetzt an. Sei ganz präsent. Im Hier und im Jetzt. Das Hier und im Jetzt ist in jedem Augenblick schon wieder ein neues Hier und Jetzt. So, meine Liebe, ich lade dich dazu ein, heute immer und immer wieder deinen Atemstrom durch dein Sakralchakra ein- und ausströmen zu lassen, um es so zu energetisieren und nicht nur heute, vielleicht heute als Übung insbesondere ganz oft, aber ansonsten gerne auch beibehalten für die nächsten Tage, für die nächste Zeit und dir immer diese Frage zu stellen und das auf dich wirken zu lassen, dir Notizen zu machen und dann ohne Vorurteil daran zu gehen, so und so musst du jetzt sofort diese Information bekommen. Wenn du dich damit beschäftigst und nicht aufgibst und da immer und immer wieder dran arbeitest und dran bleibst, wirst du immer mehr und mehr die Informationen bekommen und dann auch immer mehr und mehr natürlich auch an dahinterliegende Glaubenssätze kommen. Mit den Glaubenssätzen beschäftigen wir uns hier gerne auch nochmal. Aber es geht dir jetzt erstmal darum, dass du deinem wahren Potenzial, deinen Gaben, deinen Stärken näher kommst. Und das ist etwas, was ich bis heute mache. Ich habe vor vielen, vielen Jahren angefangen, so mich mit meinen Chakren zu beschäftigen. In jedem Chakra sind eigene Themen zuzuordnen, sind eigene Farben zuzuordnen, auch Organe sind zuzuordnen. Und im Sakralchakra, da steckt nun mal unser Potenzial, unsere Gaben, unsere Stärken, unsere Entwicklung, wo so viele Schleier über uns liegen. Und wenn wir uns mit diesen Dingen, Entschuldigung, auf die Art und Weise beschäftigen, da wir ja so verstandesorientiert unterwegs sind, unser Denker, unser Verstand, der will immer gerne sofort greifbare Ergebnisse haben. Deshalb der Hinweis, geh da ohne Erwartungshaltung dran, mach einfach, sei ganz neugierig und wenn dein Denker, das kenne ich nur zu gut auch von meinem, dir dann nach einer Weile sagt, hey, was machst du hier eigentlich, so ein Unsinn, so ein Blödsinn, da kommt doch eh nichts bei raus,
verschwendest hier Zeit oder mach doch stattdessen jetzt lieber mal den Abwasch in der Küche oder keine Ahnung was. Also ich kenne das alles nur zu gut. Dein Verstand, dein Denker kann diese Dinge nicht greifen. Der will immer gerne fürs bloße Auge direkt greifbare Ergebnisse haben. Und das ist ein total ungeduldiger Vogel in der Richtung. Und diesen ungeduldigen Vogel, den kannst du gerne liebevoll wahrnehmen, in den Arm nehmen und ihn bitten, doch dann in deiner Nähe irgendwo Platz zu nehmen und damit zu beobachten. Und bring auch Verständnis für ihn auf. Er darf da sein, wir brauchen unseren Denker, wir brauchen unseren Verstand. Aber in erster Linie geht es darum, mit dem Herzen zu denken und dem Herzen zu folgen und dann den Verstand als Diener einzusetzen. Okay? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute. Hab viel Freude bei der Atmung mit deinem Sakralchakra. Hab viel Freude und ganz viel Neugierde wünsche ich dir bei dem Entdecken von deinem Potenzial, von deinen Gaben, von deinen Stärken. Und dann schreib mir gerne mal ins Kommentarfeld rein deine Erfahrung, die du damit machst. Okay? Dann sehen wir uns morgen früh nochmal in alter Frische um 7:15 Uhr. Bis dahin. Ciao!